Servus Leute und willkommen zurück zu Die Landwirtschaft 2017. Ja, wir machen die Map-Rundfahrt weiter und werden mal schauen. Ich bin ja gespannt, sorry, dass ich schon wieder im Satz mittendrin bleibe, wie das Licht in der Nacht aussehen würde. Weil so ist halt, es macht schon Mörder-Dings und es zieht auch überhaupt nicht an der Performance, halt nicht so wie bei manchen anderen. Und Rundumleuchte schaut auch nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich sagen, gefällt mir eigentlich ganz gut. So, da haben wir jetzt den nächsten Felder. Wir schauen einmal. Ich glaube, das nächste Feld hier gleich links müsste dann ungefähr das größte Feld sein, was wir bewirtschaften können. Wir werden uns das einmal kaufen. Einfach nur so, dass wir das haben. Weil ich mal schauen will, wie viel das kostet. Dass wir ungefähr auch wissen. So, du kannst das Feld nicht bearbeiten. 100, boah, 2,64 Hektar. Viel größer gibt es fast nichts mehr. Halt, das ist jetzt nicht so der Mördergroße, aber ich hätte gerne den Händler noch aufsuchen, wenn ich ihn finden würde. So, warte mal, wir können dann auch mal kurz auf Start gehen. Und ich hätte gerne auf die Karte. Ah! So, warte mal, wir haben da nämlich... Wir können da auch hineinspringen direkt. Transportanhänger, Pflug. Hä? Okay. Das sind einmal die Dinger. Schauen wir mal weiter. So, die Felder. Da sieht man auch, welche Felder uns jetzt gehören. Gut. Da kann ich aber wahrscheinlich vielleicht einen Helfer einschalten. Geht da irgendwas? So, wenn ich da jetzt gehe. Das Feld wird fertiggestellt, ist am 3. März. Okay. Das dauert, das braucht eine Zeit lang. Das ist aber auch nicht so schlecht gemacht, weil es gibt den Helfermodus. Ich bin gespannt, ob man einen Helfer jetzt sieht. Da sieht man jetzt unsere Tiere, unsere Schweine, unsere Hühner und Schafe. Kühe, Schafe, Schweine und Hühner. Wie viel Stück, da haben wir natürlich jetzt gar nichts. Und den Kalender, da können wir auch vorspulen. Aber, so, gut. Ich will aber jetzt noch hier schauen. Da kann man nichts. Da haben wir auch nichts. Da haben wir den Gülleanhänger und den Anhänger und da haben wir die einzelnen Sämaschinen und so weiter. So Felder in Besitz, Erntestandort und in Bearbeitung durch den Helfer. So, passt. Das haben wir auch mal herausgefunden. Ah, scheiße, ich wollte noch mal auf die Karte schauen. Oben da auch sieht, na, da sieht man nirgendwo, wo da irgendwo was zum Verkaufen oder sonst irgendwo ist. Okay, da müssen wir sicher mal selber noch herumschlagen. So, jetzt bin ich gespannt, ob da ein Helfer auch fährt. Na, optisch fährt keiner. Es kann sein, dass der erst kommt oder so irgendwas, aber ich glaube es fast nicht. Ich glaube, dass da kein Helfer einfach sichtbar ist. So, jetzt ist halt die Frage, wo fahren wir entlang? Wir sind hier bei den Feldern. Blablablab. Aber wir werden nochmal kurz auf die Karte gehen. Ich denke gerne dreschen noch, nehme ich nachher. Vielleicht spulen wir im letzten Bad nachher sozusagen nach vorne. So, Felder. Vielleicht das kleine Feld der Pflügen. Genau, wir werden das so machen. Wir werden da jetzt die ganzen Felder mal zum Pflügen in Auftrag geben. Und auch zum Grubern nachher. Ich werde das alles nachher kurz vorspulen, dass wir im letzten Bad ein bisschen was zum Dreschen haben. Nachher, wenn ich auch ein bisschen eingehe auf mein Fazit. Aber ich bin auch immer irgendwie gespannt. Also, da gibt es vorne eine... Wie heißt das? Jetzt bin ich gerade dämlich. Eine Wohnwagensiedlung. Beziehungsweise so ein Campingplatz. Wohnwagensiedlung, das hört sich so nach DC an. Oder H1Z1. Aber das ist ja eher Campingplatz. So. Da habe ich die Tankstelle. Gut. Wo fahren wir jetzt entlang? Ich würde fast sagen, ich fahre in die Stadt hinunter. Ja, das gibt es ja nicht, dass da gar nirgendwo was Verkaufsstelle großartig ist. Beziehungsweise nicht angezeichnet. Ich wüsste nicht, wo ich jetzt verkaufen soll. So, Seite öffnen. Ich, warte mal, was wir auch ausprobieren wollen jetzt da, ob ich das abkippen kann. So, LP. Okay, wenn kein Trigger drunter ist, dann kippt er nicht ab. Auch wenn man aufmacht. Das ist aber gut so, weil sonst könnte es passieren, dass du unabsichtlich drauf drückst und dann ist es schon zu spät, was dann auch nervig ist. So, schauen wir mal, ob da Preise oben stehen. Jetzt stehen oben. So, weiter geht's. Und jetzt kommen wir normalerweise dort unten in das Dorf hinein. Ich bin jetzt gespannt. Ich war zwar gestern kurz im Dorf drinnen, wo ich das kurz angetestet habe, aber ich weiß nicht,
wo ich dort was kaufen kann, verkaufen kann oder sonst. Ich bin nur durchgefahren, weil ich einfach nur ein bisschen herumgefahren bin. Ich wollte die Physik ein bisschen testen, die jetzt nicht so berauschend ist, leider, aber ist halt so. So, und wieder die legendäre Ladesequenz, die mich persönlich nerven bis zum Gehtnimmer. Sorry, das geht nicht, das gibt's bei so einem Spiel nicht. Das ist jetzt nicht die Mördergrafik oder sonst irgendwas. Mein Rechner, glaube ich, der schnurrt irgendwie so vor sich hin und hat Angst, dass er mal irgendwann vielleicht einmal was zum Bearbeiten bekommt, aber so wie es jetzt ausschaut, bekommt er nichts. Aber hier sehen wir schon einmal was, nämlich den Landmaschinenhändler, zu dem wollte man nämlich auch hin, weil ich will schauen, was für Maschinen es gibt. Das schaut aus nach sehr nach Lindner Geotruck, der eine da links. Es gibt auch einen Häcksler, cool. So, die Fahrzeughändler hat alle Maschinen anprobiert, die du für die tägliche Arbeit benötigst. Händler öffnen. So, es gibt einmal den Traktor Vistra, der hat 135 PS. So, dann gibt es den Geotruck, der hat 102, und Lindner den 133er. Das schaut aus wie ein... Ja, das ist ein Class Xerion. Viel gleich größere, starke Leistung bei niedriger Drehzahl. Den 4500, ein Class Xerion mit 500. Dann gibt es noch den Eurotruck Off mit seinen... Wie viel kostet der? 100? Boah, jetzt haben wir... Haben wir zu wenig Geld. Das wäre geil gewesen, wenn man das sich noch anschaut. Mit seinen 60 PS, 4-Zylinder Turbomotor ist der Eurotruck. Das sind so kleine. Ich weiß nicht, ob es da nicht so irgendwas mit Land, Weinwirtschaft auch geben kann, weil da den Dietrich-Plan gerade passen. John Deere, ein Klassiker. Und den Vistra, den wir eh haben. So. Drescher gibt es einen. Hohe Leistungsfähigkeit mit bedienbares, effizientes Ladesystem ermöglicht. Den Häcksler. Okay, es gibt nur zwei Drescher, den 644 und den 65. Gehen wir gleich zu den nächsten. Es gibt den Fliegel DK180. Dann gibt es einen Fliegel Ballenauflieger. Plattform zum Transport von Ballen. Wasseranhänger, Gülleanhänger, DK180. Ja, umfangreich ist es leider nicht, muss man ehrlich sagen. Sämaschine, Schneidwerk, Maispflücker, Spritze, Fronttank. Frontgabel, halt ein Mähwerk hinten, Grasaufnahme, Ballenpresse, Pflug und das war schon wieder. Ich würde jetzt aber gerne schauen noch. Du musst erst alle Anhänger. Wie viel kriegen wir denn für den, wenn wir den verkaufen? 27.000, das ist zu wenig. Aber den kann man verkaufen. So, und jetzt müsste es sich ausgehen, dass ich hier nämlich. So. Einmal aussteigen bitte. Wo steht der? Wieso steht der nicht hier? Müssen wir auf die Karte gehen. Würde mich nämlich jetzt gerade interessieren. Wir haben jetzt nämlich den großen Traktor gekauft. Okay, der steht am Hof. Kann ich da reinspringen? Ah, scheiße, ich hätte ja noch ins Dorf fahren wollen. Aber ich will kurz einmal den Xerion anschauen. Den größten im Spiel. Ich bin auch gespannt, wie süß klein der ausschauen wird. Oder ob er wirklich groß ist. Boah, wow, okay, der ist schon ordentlich. Aber es gibt ja keine wirklichen Maschinen für den, meiner Meinung nach. Also vom Fahrverhalten ist der schon geil. Okay, da kann man auch die Fahrerkabine nach hinten rotieren. Halt zum Mähen ist der vielleicht interessant. Sie haben die Funktion eingebaut, nur das Ausheben passt nicht. Da geht es noch in die Kollision hinein, finde ich jetzt ein bisschen schade, aber okay. Bin ich gespannt, wie er sich zurückdreht. Ich habe das schon gemacht. Na? So, jetzt. Ich weiß nicht, was das so lange dauert. Die Funktion nach oben haben sie vergessen. Leider. Okay, ist jetzt nicht so tragisch. Aber wir gehen wieder auf die Karte. Und steigen in unseren anderen Traktor rein. Weil ich will jetzt noch schauen, wo wir entladen können. Beziehungsweise nochmal kurz in den Händler auch hineinschauen, weil wir haben jetzt den Xerion gesehen. Aber was für Maschinen hänge ich? Den großen Pflug kann ich an den Xerion anhängen, aber grob genommen, wenn ich da jetzt die Transport anhänge, Anbaugeräte, schauen wir mal da durch. Spritze ist unnötig. Okay, die Mähwerkskombi vielleicht. Mähwerk vorne, Heckmähwerk. Das ist vielleicht interessant.
Körpers. Durch die überlappende Messerlaufbahn wird ein streifenfreies Mähen garantiert. Dieses Modell lässt sich auch hervorragend mit dem Frontmäher kombinieren. Ja, das ist mir schon klar. Aber sonst, die Presse ist auch eigentlich zu heftig. Es gibt halt... Ja, der Pflug vielleicht. Ah, das ist auch ein 5-Scharer. Was mit der neuen Drehkontrolle, Turnkontrolle wird die Flugdrehung besonders sicher. Hierzu trägt auch der deutlich größere Freiraum zwischen Stützrad und Boden bei. Ja, aber die dreht er nicht automatisch, oder? Oder haben wir einen anderen? Na, wir haben eh den Juwel 5. Ja, keine Ahnung, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir fahren mal weiter mit dem jetzt. Hey, ihr hebt sich nicht mehr an. Schauen wir mal, ob man jetzt, wenn ich rückwärts fahre. Ah, oh ja, kommt, er geht schon wieder in die Luft. Egal, gar nicht weiter anschauen. So, wir fahren jetzt in die Stadt hinein und wollen nochmal verkaufen. Nur ist jetzt die Frage, wo wir verkaufen können. Da drüben ist ein Symbol, schauen wir mal. Ah, da ist auch ein Symbol. Crane Shop. Das könnte sein, dass ich da reinfahren muss, dass ich das verkaufen kann. Händler öffnen. Ah, okay, wir können direkt aus dem Silo verkaufen. Okay, puh. Die Preise sind aber happig. So. Passt. Und ich kann da auch kaufen, oder wie? Das bedeutet, wir müssen das Zeug gar nicht herfahren. Fungizide, Insektizide, Gülle, Strohballen können wir alles kaufen. Weil wir brauchen das nicht extra herfahren, wir können das sozusagen direkt nachher verkaufen. Weil am besten ist, du stellst da irgendwann deinen Traktor hin und kannst einfach hinspringen. So, was haben wir da? Da haben wir einen Metzger, so wie es ausschaut. Ich fahre mal nur durch das Symbol einmal durch. Metzger können so Tiere verkaufen, ist gut. Ich habe noch immer das nämlich rotieren Fahrerkabine nach hinten. Aber das geht natürlich mit dem Traktor nicht. Ich habe es vergessen zu streichen aus der Liste. So, ich will noch, mich interessiert jetzt noch, was da in der Mitte drinnen ist, was wir da machen können. Am Marktstand, direkt. Auf dem Wochenmarkt kannst du Produkte deiner Tiere wie Eier, Wolle, Milch verkaufen. Okay, das ist aber alles, was eingelagert sozusagen ist. Die Preise sind jetzt nicht so umwerfend, aber okay. Es gibt auch nicht so viel zum Kaufen. So, einsteigen. So, was macht man jetzt noch? Ich hätte jetzt vorgehabt, wir spulen jetzt mal vor 2 Tage. Warte mal, das war, wie sind das gegangen? Auf die Karte gehen. Schauen wir mal, dass wir da 2 Tage vorspulen. Genau, vorspulen. So, dann gehen wir wieder auf die Karte. Warte, wir hätten jetzt gerade Nacht. Nein, so. Ich will nämlich jetzt das Licht ausprobieren. Okay, es wird schon ganz schön hell. Halt, Nacht ist nicht direkt, aber wir haben 7 Uhr morgens. So, wir haben jetzt da Felder. Scheiße, ich habe jetzt keinen Mähdrescher mehr. Ist egal. So, die 2 Felder, die werden alle fertig in 2 Tagen. Das bedeutet, wir werden da wieder vorspulen 2 Tage. Ich will das nämlich jetzt kurz da ansehen, nämlich noch. Felder, düngen. Wir werden auch alles verkaufen und werden noch das Mähdreschen uns anschauen im letzten Bad. So, das haben wir das. Das kann ich jetzt wieder vorspulen, 2 Tage circa. So, jetzt gehen wir nochmal hinein. Ich weiß nochmal, das spiele ich nicht so, aber wir wollen ja eigentlich nur, das ist mir eigentlich egal, was du mir ansiehst. So, das ist am 8. März fertig. Und jetzt schauen wir noch da kurz 2 Tage vorspulen. Und jetzt könnte man noch hineinschauen auf die Karte. Felder. Bewässern, düngen. Nährstoff, Insektenbefall, Feuchtigkeit. Das ist eigentlich ganz okay. Insektenbefall, nein. Halt brauche ich eigentlich gar nichts machen. Fertigstellung am 10. März. Also wenn ich was machen lasse. Wachstum ist 0%. So, passt. Ich würde jetzt sagen, wir fahren jetzt nochmal zum Händler. Ja, das war aber eigentlich jetzt nachher ziemlich die ganze Karte. So, wir sind von dort oben gekommen. Sollten eigentlich dort oben der Händler sein, genau. Die ganze Karte halt, es ist jetzt nicht großartig viel mehr zum tun. Leider, muss ich ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen schade. Aber es ist nun mal so. So, wir steigen
Nein, 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 nein. Ich wollte eigentlich nochmal, steig da nochmal ein. Wir wollen abkoppeln. Genau, dass ich das ganze Zeug verkaufen kann. Dass ich mir wieder einen Mähdrescher kaufen kann. So, Händler öffnen. Traktor. Nein, nicht. Also verkaufen. Ja, verkaufe mal den Traktor, verkauf den da. Verkauf den Anhänger, verkauf den. Haha, ich habe einen Bug gefunden. Wenn was drinnen ist, du kannst nur den leeren Anhänger verkaufen. Wir erwirtschaften uns jetzt gerade 50 Milliarden an Kohle. Wir kriegen jetzt pro Verkaufen 7.000. Natürlich wollte ich das nicht machen. So, wieso kann ich die nicht verkaufen? Okay, das dürfte... Ich darf nicht alles verkaufen oder so irgendwas. So, wir werden uns jetzt hier noch einmal... Den Lindner kaufen, hätte ich jetzt vorgehabt. Und wir werden uns den Häcksler kaufen zum Ansehen. Wir werden uns aber auch noch den Drescher kaufen. Und wir werden uns hier einen DK kaufen. Und wir werden uns hier nachher das Schneidwerk kaufen. Den Wistra werden wir uns auch noch kaufen. Wir haben ja jetzt die Kohle. So, brauchen wir noch irgendwas? So, passt. So, dann geht's ab in die Heimat. So, und wir werden uns das jetzt noch ein bisschen die Geräte kurz anschauen. Und werde dann dabei in der Zwischenzeit vorspulen, dass das Zeug gewachsen ist. Und wir werden uns dann im letzten Part nachher noch kurz anschauen, wie man erntet. Wir werden ein kleines Fazit über das ganze Zeug machen. Aussteigen. Lindner natürlich nicht in der Originalfarbe, aber wir können ja umlackieren. Schaut aber ziemlich gut aus, muss ich ehrlich sagen. Wir schauen noch in die Innenansicht. Man merkt auch hier um einiges detaillierter als bei dem anderen Traktor. So, wir haben hier nachher den Häcksler, den Wistra. Haben hier nachher den Anhänger noch, haben irgendwo das Mähwerk. Den Drescher und den großen... Ja, und den normalen Traktor mal wieder. Und irgendwo sollte eigentlich der Frontlader auch noch stehen, der steht da drüben. Aber wie das Ganze funktioniert und ob es funktioniert, schauen wir sich nach dem letzten Bad an. Weil sonst wird der Bad ewig. Und ich würde dann sagen, dann werden wir kurz dreschen probieren. Wir werden uns das Ganze anschauen. Wir werden vielleicht noch kurz probieren zu mähen, obwohl ich glaube ich kein Gras einfach habe. Aber einfach nur mal ankuppeln. Und ja, das Ganze machen wir dann im letzten Bad von Die Landwirtschaft 2017. Bis dann, tschüss.